rufen. 4, 3, 2, 1. La Commedia è finita. Alleluia, 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 alleluia. Das Konzept zu diesem Theaterabend entstand, als ich mit dem Intendanten Albrecht Puhlmann und Philipp Stölzel gemeinsam bei einem Glas Wein saß. Und wir sagten, es wäre doch eigentlich interessant, mal ein Stück zu machen, was die gesamte Operngeschichte an einem Abend präsentiert. Das war aus dem allerersten Oper der Geschichte. Das Nationaltheater Mannheim hat ja ein riesiges Repertoire mit Stücken wirklich aus 4 Jahrhunderten, die alle mehr oder weniger von demselben Orchester, von demselben Ensemble dargestellt werden können. Wir haben Inszenierungen aus Jahrzehnten hier einlagern, die auch bei Bedarf eben dann wieder reaktiviert werden können. Und das ist ja eigentlich ein verrücktes Prinzip, dass man all dieses gleichzeitig darbieten kann. Und wir haben gesagt, soll man nicht darüber auch mal ein Stück machen, über diese Gleichzeitigkeit? 1575, ich habe die Florentina Camerata gegründet. Da haben wir damals die Oper erfunden. Sie haben uns dann entschieden, den Erfinder der Oper, den Grafen Bardi, eigentlich zur zentralen Figur zu machen, der uns durch dieses Stück führt, der behauptet, unsterblich zu sein. Gleichzeitig ist er aber vielleicht auch nur der Nachtwächter des Theaters. Figaro, Figaro. Muss ich sich vorstellen, derselbe Mozart, der diese herrliche Arie von vorhin komponiert hatte, fängt plötzlich an, so etwas zu schreiben. Ist keine Oper, ist Vorstadttheater, Kindergarten. Die deutsche Lieblingsoper ist leider infantil. Das Team Phantomas besteht eben aus Philipp Stölzel, Heike Vollmer, Kati Maurer und mir. Wir haben eine ganze Reihe Projekte jetzt schon gemeinsam umgesetzt. Das geht schon seit ein paar Jahren. Unser Interesse ist es eigentlich, neue Zwischenformen zu finden, auch zwischen Schauspiel und Oper. Und in diesem Sinne ist das dieses neue Projekt auch wieder der Versuch, in einer Art Schnitttechnik, wie man sie eigentlich im Film hat, diesen eigentlich unermesslichen Stoff Operngeschichte auf eine sehr zügige und unterhaltsame Weise zu erzählen. Wenn man 400 Jahre Operngeschichte erzählen soll, dann versuche ich über die Hauptfigur ein Bild zu fassen zu diesem Mann oder zu dieser Situation, in der er sich befindet. Und addierend kommen dann die einzelnen Räume, die einzelnen Situationen dazu. Ich habe mich durch all diese Opern gehört, aber auch viele Bühnenbilder dazu angesehen, die gemacht wurden. Es sind ja alles Opern, die schon etliche Male gemacht wurden. Dazu gibt es ganz viele Bilder. Ich habe eigentlich Bühnenhistorie zitiert und zu einer Collage zusammengesetzt, so könnte man so eigentlich sagen. Für mich ist die Beschäftigung mit Oper ja eine sehr lustvolle Sache und auch eine Sache, bei der ich sehr viel lache, auch manchmal natürlich über die Absurditäten der Kunstform, die es ja auch gibt. Es ist ein Abend, der sehr ironisch ist und gleichzeitig sehr liebevoll eigentlich mit dieser Kunstform umgeht.